Hey oh Leute, willkommen zurück bei Minecraft zusammen mit dem Grants auf dem Hardcore-Modus. Und ich habe hier gerade mal ein paar Getreidesorten für uns gesammelt. Denn Getreide ist gut. Jo. Ein paar Man kann nie Cerealien. genug Nahrung Paar haben. Cerealien. Dann werde ich anschließend mal ein bisschen Brot machen. Ja. Und Grant, sag mal, was wir heute vorhaben. Was haben wir denn heute vor? Heute wollen wir erstmal Diamanten brauchen wir auch noch, wenn ich das richtig Genau. sehe. Ja. Diamanten brauchen wir, Obsidian, okay, das ist schnell gemacht. Und dann werden wir versuchen, uns den Verzauberungstisch da hinzufriemeln. Genau, und drumherum müssen wenigstens 15 Bücherregale sein. Genau, das heißt, da haben wir auch schon wieder ordentlich was zu tun. Ja, wie gesagt, du hast ja aus den von den Dörfern ein paar Bücher entwendet, sage ich mal so lieb. Okay. Asozial, wie ich bin. Ja. Oh, hier sind noch so viele Getreide, die fertig sind. Ja, doch ein bisschen. So, dann Bisschen müssen wir Honig. eigentlich wieder ordentlich Brot haben, wa? Ja. Aber ich verstehe nicht, warum Fraps bei der Aufnahme so Probleme macht mit dem mit der Flüssigkeit. Ich glaube, das sind jetzt nur so 10, 12 Bilder pro Sekunde. Oh. Und wenn ich normal spiele, habe ich so 60, 70 Frames, so ohne Probleme. Krass. Also ich habe eigentlich keine so krassen Probleme Ja, es auf die geht. Aufnahme bezogen. Ja, es geht noch. Es ist jetzt kein Spiel, wo man hohe Framezahl braucht. Obwohl Ja, man das halt dann stimmt, ist. aber 10 ist natürlich schon sehr wenig. Ich guck mal kurz. Ja, obwohl jetzt sagt er auf immer 30, aber das wirkt zu wenig. Okay, ich habe mir Ich erstmal werde mich gesammelt. einfach schon mal kurz nach unten machen und 3 Obsidian waren das oder 4? Vier brauchen wir. Okay, dann hole ich die nämlich schon mal schnell. Und zwei Diamant und ein Buch. Ja, das mit dem Diamant wird dann eine andere Geschichte. Da müssen wir suchen. Yep. Haben wir denn eigentlich noch Nahrung hier? Ich werde mal vielleicht auch eine Truhe machen, die direkt nur Nahrung drin hat. Sodass Ja, wir da können wir schnell auch darauf machen. Ich habe zugreifen können. links noch mal eine kleine Truhe gemacht. Da habe ich jetzt erstmal die Sachen reingepackt, die wir aus dem Nether mitgenommen Sehr haben da. gute Idee. Da hole ich mal auch die ganzen Sachen von mir mit rein. Erde. Das ist super. Ich wollte eigentlich ein Erde Tropenhaus. gehört da nicht hin. Dann lieber Fichtenholz. Ah, die Truhe ist wieder richtig geil zugemüllt, ne? Die andere. Ja. Aber ich habe auch So wie keinen Bock, es da sein Ordnung zu muss. machen. Nee, scheiß So. drauf. Wir sind ja auch nur zur Schlacht hier. Wir wollen ja nur den Enderdrachen killen und dann Echt mal. werden wir das Land hier verlassen. Und ich habe mir schon überlegt, meinetwegen können wir das so machen, wenn wir den Enderdrachen geschafft haben, dass wir einfach den Spielstand, was wir haben, zum Download freigeben. Ja. Ist zwar so, dass wir ja Multiplayer spielen und ihr nicht wirklich unsere Charaktere dann übernimmt. Oh, was ist denn jetzt Gott. passiert? Ja, aber Donner. wir haben euch ja eine unaufgeräumte Truhe hinterlassen. Genau. Wir können ja auch noch den Spawnpunkt dahin setzen, sodass die Leute halt nicht das Dorf erst noch suchen müssen. Ja, das können wir machen. Also mal gucken, wie wir rauskommen, wenn wir mal anschließend von den Drachen besiegt haben, wo wir dann genau landen. Falls wir den Drachen besiegen. Genau. Und dann könnt ihr selber noch mal ein bisschen rumprobieren. So, also Aufgabe 1, check. Besorge 4 Obsidian. Sehr gut. Dann. Aufgabe 2, besorge 2 Diamanten. Was Ja. darfst du jetzt machen? Genau. Arbeitsteilung. Genau, super Arbeitsteilung. Haben wir sonst keine weiteren Lebensmittel mehr? Also was habe ich denn noch im Inventar? 9 Brot, 13 mal Fleisch und 4 Steaks. Rohes Fleisch oder was? Nee, Schweinefleisch. Dann machen wir mal hier so. Die Hälfte hole ich mir davon auch. Dann habe ich sechs. So, ich habe erstmal fünf Schweinefleisch. Fleisch, ja, genau. Das Fleisch! reicht eigentlich auch. Das Fleisch! reicht echt lange, das Essen. So. Finde ich Acht zumindest. Brot, vier Steaks und 18 Zombie. Gedünst. Zombie habe ich, glaube ich, gar nicht. Falls wir es noch brauchen. So. Das, nee, das habe ich jetzt in die Truhe gepackt, meine ich damit. Ah, okay. Auf dem Server wird ja auch regelmäßig der Kühlschrank immer geplündert. So. Wenn der nächtliche Heißhunger wieder irgendeinen der Bewohner packt, Genau. der Ey, an hier ist den eine Spinne. Kühlschrank geht. Warte mal kurz. Warum ist hier auch Was? ein Skelettbogenschütze? Wo?
Chemie hier oben? Nee. Nee, eigentlich nicht. Die brennen aber auch nicht. Hier ist auch ein Creeper. Hallo? Keine Ahnung, die was da spawnen überall Monster. So, Aufgabe 2. Also für mich sieht das nicht gerade aus wie Nacht. Eher wie Gewitter. Ah, wegen Gewitter spawnen die Viecher. Du hast Diamanten gefunden? Jo, 3 Stück. Sehr gut. Ich werde noch ein bisschen leveln. Ist es nicht schön, einen Maulwurf zu haben? Hör auf, du kleines Skelettchen. Okay, und dann werde ich mal als nächstes vorbereiten, Keller noch weiter ausbauen für Bücherregale und so. Ja, stimmt, das muss er auch noch. Perfekte Arbeitsteilung, so wie es sein muss. Der eine schlägt sich im Untergrund herum und der andere baut. Das haben ja auch die meisten erwartet, dass die Arbeitsteilung so ausfällt bei uns. Irgendwie schon, und ich habe es eigentlich nicht gehofft, dass das so sein wird, aber na gut. Aber du fügst dich deinem Schicksal. Ich krieg auch gar nichts jetzt anders mit. Ich mach's schon automatisch. Das Stein. So, ich sprinte dann mal wieder Richtung Siedlung. Mach das. Wie viele Bücherregale hatten wir jetzt schon? Hast du mal einen Blick drauf geworfen? Ich habe Bücherregale nicht gesehen, nur Bücher. Das ist nämlich auch sowas. Also die müssten, wenn, auf jeden Fall in der Truhe sein, weil ich trage. Ja, jetzt 40 Bücher haben wir. Okay. Dann brauchen wir auf jeden Fall Holz, aber Holz dürfen wir ja genug haben. Muss auch eins tiefer. So. So. Ist ein bisschen verschachtelt und so, aber das ist auch wegen dem Scheiß. Sind die jetzt immer noch Monster oder was? Kann sein, dass oben noch Monster sind wegen dem Gewitter. Okay. Na, scheint alles easy zu sein. Ich sehe hier niemanden. Doch, da hinten ein Creeper, aber. Bei mir ist gar kein Gewitter. Nee, in der Wüste sieht man es auch nicht. Man hört es nur. Ach so, ja. Und der dunkle, der Himmel ist so komisch braun. Ja, ist so verliesmäßig. Aber gleich müssen wir es noch ausbauen. Damit 15 Regale reinpassen. 40 Bücher, sagt er. Die Bücher trägst du am Mann? Nein, die sind oben bei der Kiste. Ganz oben müssten die drin sein. In der obersten Reihe. Ah, da, ja. Und da kannst du mal Bücherregale bauen. Okay. Bücherregale. Müsste immer noch die alte Formel sein, glaube ich, Bücherregale. Wie war denn das nochmal mit Holz oder sowas, ne? Genau, 3 Holz oben, 3 Holz unten und in der Mitte 3 Bücher. Okay. Dann sollte ich mal schauen, von wegen. Du hast doch noch Cleanstone, oder? Damit wir das ein bisschen aufspucken können gleich, mäßig. Cleanstone müssten wir hier irgendwo noch rumfliegen haben, ja. Wo war denn Holz? Ah, da. Schöne Dschungelholz geht jetzt dafür drauf. Damit. So. Bookshelf. So, 8 habe ich bisher. 16 haben wir noch, das heißt, da können wir 5 Stück nur noch draus machen. Dann haben wir 13, das heißt, wir müssen doch noch ein paar Bücher herstellen. Genau, mit Papyrus und, oder Papier und Leder. Und natürlich brauchen wir auch noch Dingens. Dingens? Papier, Leder brauchen wir. Holz. Haben wir kein Holz mehr? Nee. Ich habe noch Holz bei mir, ich habe noch eine ganze Menge Holz bei mir. Okay. Ich komme mal kurz hoch. Ich schaue hier gerade auch nochmal, ja, kannst du in die Truhe packen einfach. Ich schaue hier gerade in den Häusern nochmal, ne, da ist nur eine Werkbank. Ob irgendjemand von den Geiern vielleicht noch Dingens hat hier Bücher, aber... Also bei mir sind es direkt Fichtenholz, also was du suchst. Jo. Dann haben wir Cleanstone eigentlich. Dass ich das nochmal schön aufschmücke. Ein bisschen Optik muss schon sein. Cleanstone müsste auf jeden Fall da irgendwo rumliegen, wenn... Ja, 24 habe ich. Ich dachte, da wäre ein bisschen mehr...
Wie viel? 24 haben wir. Ja, zur Not kannst du dir ja noch einen Stack machen. Ja, ich denke mal, ich hau mir auch noch was ran. Haben wir ja mehr als genug. So. Ach ja, hier regnet es, jetzt sehe ich es auch. Oh, ups. Mann. Ich gleich mal voll überladen. So. Okay, ich bin Stufe 25, du ja schon über 30. Na, 31 bin ich jetzt. Siehst du das wieder, die Stufe, oder was? Was sagst du? Siehst du deine Stufe wieder? Ja. Sie wurde mir doch nicht gelöscht. Nein, nein, das passiert zum Glück nicht. Das wäre ziemlich frech. So. Das noch wegmachen. Mann. Okay, hier ist ein Skelett gestorben, hier sind Knochen. Oh, ein Skelett ist tot. Ich mach den Skelett da. Scheiß Skelette. Ihr mit eurer Bulimie immer. So, rein mit uns. So. Dum, dum. Dann wollen wir mal. Ganz oben rechts sind das Holz. So. Okay. Ah ja, sauber. Hast du Bücher hinbekommen? Hast du Bücher hinbekommen? Ich brauche ja erst. Leder ist auch oben. Leder ist wo? Dort. Okay, und wie geht das dann jetzt? Probier mal rum. Ich glaube, sind das drei Papier nebeneinander und einmal Leder. Ich glaube, drei Papier von oben nach unten und ein Leder in der Mitte. Aber ich guck mal kurz. Buch. Ah nee, drei. Mach links unten ein paar Leder und rumherum Papier. Also dreimal Papier. Okay. Klappt. Ach so, und wie geht Papier? Aus den. Du musst aus dreimal die Papyrusstange machen. Ach so, waagerecht, alles klar. Ich habe genau. Die senkrecht gelegt, das hat nicht geklappt. So. Draußen ist schon wieder Nacht geworden. Ach, okay. Ich gehe, glaube ich, noch mal ein bisschen auf Erfahrungskurs. Damit ich meine Stufe 30 erreiche. So, 25 Bücher. Ich glaube, das dürfte jetzt reichen. Hallo, Gegner? Wo sind die Gegners? Da ist eine Spinne. Spinne. Hier in der Nähe ist wieder ein Enderman. Aber mit dem lege ich mich jetzt nicht an. So viel schlechte Erfahrungen in letzter Zeit gesammelt mit den Kollegen. Obwohl, wir haben den doch eigentlich ganz gut. Ja, aber nur, weil wir den gegenseitig abgelenkt haben. Aber alleine jetzt gegen Enderman zu kämpfen, ist auch nicht gerade perfektes, gerade wenn auch der Lecti wieder rum. So, da sind nochmal drei Zombies. Die schnappe ich mir auch gerne. Ne, vier Zombies sogar. Ich hätte mein Schwert kaputt gleich. Wo es auch da fast aussieht. Komm schon. Echt? Was hast du? Achso, du hast ein Eisenschwert, ne? Genau. Mein Diamantschwert werde ich erst verzaubern, bevor ich es benutze. Okay. Einfach weil ich es kann. Ja, obwohl ich finde mal so ein Diamantschwert, das hält eigentlich eh so lange. Autsch. Dumme Spinne. Also finde ich weiß nicht, das dauert doch 100 Jahre, bis es kaputt geht. Naja, 1024 Schläge. Ja, eben, die musst du erstmal schaffen. Ich weiß ja nicht, wie viel so ein Enderdrache aushält. Naja, damit kommst du eh kaum mit dem Schwert dran. Achso, da brauchen wir dann eben Bogen. Ja, aber der kommt schon nah dran. Das wäre also ganz gut, wenn man auch ein bisschen ablenken kann. Man muss dann zur Seite rennen und dann... Weil also er so durchbrecht, mehr oder weniger. Sollten wir eigentlich eher einen Bogen verzaubern? Das und Rüstung verzaubern müssen wir später auf jeden Fall auch machen. Okay. Diamantrüstung, oder was? Ja, wäre schon ganz praktisch, wenn wir sowas auch noch mit bekommen könnten.
Kronk. Einfach nur Kronk. Komm, komm, Skelett. Yes. Ich hab eine Schallplatte. So. Schallplatte mit der wunderschönen Musik. Keine Ahnung, welche Musik das diesmal ist. Verfolgt mich gerade der Enderman? Er mag dich. Ja. Patrick? Ja? Kannst du mal da oben kommen und die Tür aufmachen? Weil ich in der Panik schlecht die Tür aufmachen kann. Okay, ist auf. Siehst du den Enderman da draußen? Nein. Die Tür hält viel zu kurz. Da ist er. Oh Gott, der ist direkt vor der Tür. Nein. Oh Gott! Gott, zwei Herzen nur noch. 2,5. Muss ich ein zweiter Enderman? Hilf mir! Ja, hilf mir! Dabei. Du rennst bloß weg von mir. Ah, nur noch ein Herz. Ich weiß nicht, wo er ist. Ja, komm ins glaube, Haus. Ja. Er ist hinter mir her. Ich will rein! Nein, nein! Spinne! Oh Gott, der ist hinter dir. Oh, wo ist er hin? Wo ist er hin? Ich weiß es nicht. Ey, scheiße, Mann, hier sind so viele Endermänner gerade. 3 Stück sehe ich insgesamt. Rein. Okay, ich bin drin, ich muss mich heilen. Hier drin ist aber wenigstens... Ascha, ey. Oh Gott. Wir müssen jetzt hier bleiben, falls sie dann doch hier rein spawnen wollen. Oh Gott. Ich hätte noch ein Herz. Ja, Thea. Ihr habt es ja gesehen. Vor allem, ich bin auch noch hinter dir hergerannt, aber du bist immer von mir weggerannt. Ja, musste ich ja, weil mir Enderman hinter mir war. Ich bin zum Glück auch absichtlich auch nicht gerannt, sondern nur gelaufen, damit du ihn erwischt. Der war es jetzt irgendwo. Wo bist du gerade runtergelaufen? Ja. Ich habe ihn gerade in die Nähe teleportieren hören. Oh, ich würde mich mal voll heilen. Boah. Das war doch mal wieder was. Ich nur noch ein Herz gehabt. Und dann kommt auch noch die Spinne an. Ich dachte, ich werde nicht mehr. Würde mich auf einmal die Spinne noch töten. Ja. Ich hatte schon Panik, dass es jetzt um dich geschehen ist, weil auf einmal die Spinne noch hinter dir her war. Oh, krank. So, ich bin wieder voller Energie. Ich will doch hier nicht alleine sein. Ich wollte doch nur Stufe 30 erreichen. Verdammt. Du willst einfach immer zu viel. Ich werde jetzt kochen, bis ich Stufe 30 bin. Oh Gott. Ja, aber wozu willst du jetzt überhaupt Stufe 30 werden? Damit ich ein Schwert Stufe 30 habe, damit ich Enderman umbringen kann, die wir eh umbringen müssen. Ah, okay, was brauchen wir denn wieder von denen? Ey, seit wann droppen denn alle Leute hier was bei Minecraft, ey? Wegen den Enderperlen, habe ich doch gesagt, damit wir die Ender-Eyes bekommen, so heißen die, glaube ich, dann. Die dann uns anschließend die Stronghold zeigen, damit wir zum scheiß Drachen kommen. Oh ja, hast du erzählt. Ich glaube, nicht zum ersten Mal. Also wofür nochmal? Nein. Ausrasten. Mir gleich mal ein neues Schwert machen. Oh Gott. Ich frage mich auch, ich habe den Enderman gar nicht anvisiert, warum der auf einmal aggressiv wurde. Vielleicht könnt ihr mir ja schreiben, ab welcher Minute ich den auf einmal anvisiert habe. In welcher Sekunde? Ja, in welcher kleinen Sekunde. Normalerweise muss man schon ein bisschen länger das machen. So, 15 hast du gerade gemacht? Jo. Okay, da müsste man rein theoretisch schon Stufe 30. Ja, gibt's das Stufe 30 Sachen. Hast du sehr gut gemacht. Yay. Ich hab gerade mein Schwert da hingepackt. Hey, jetzt kannst du noch... Aua. Nur das Fichtenholz. So, jetzt einfach eine Decke rüber machen. Fichtendecke oder was? Ja, können wir auch machen eigentlich. Oh nee, zwei. Boah, nee, das ist mir. Hä? Jetzt so Decke würde ich eigentlich nicht haben, da kriege ich immer Beklemmungen. Warum? Voll zu englisch. Wir haben nicht genug Gott. Materialien für eine bessere Decke. So. Verdammt. Schick. So. Ja, sonst werde ich, soll ich einfach sonst mal versuchen, meine Spitzhacke zu verzaubern, die dir... Ja, genau. Wir müssen eh noch ein bisschen graben. Okay. Immer wieder rein und rausholen, falls du willst. Bis meine Stufe 30 ist. Das ist jetzt aber ein Rätsel, weil...
Unten wird ja immer das Maximum-Level angezeigt, aber da steht jetzt 24. Brauchen wir vielleicht mehr Bücherregale? Nee, ich habe vorhin was reingepackt, Diamantschwert, und dann so, war es 30. Ja, weil du hast hier die Fackeln, glaube ich, in den Weg platziert, ne? Ja, stimmt, waren die Fackeln gewesen. Hätte nicht gedacht, dass die dazu zählen. Ja, toll, Unbreaking, das bringt's jetzt auch. Hey, die geht nicht mehr kaputt. 30 Level verschwendet. Unbreaking Stufe 1 oder was? 3. 3. Ich weiß gar nicht, wie viel mehr Haltbarkeit das ist dann. Keine Ahnung. Oh, es ist jetzt auch wieder Tag. Enderman Young! So, da sind noch ein paar Creeper. Ich würde mal auch fast sagen, Leute, das war's fürs dieses Mal. Wir haben mehr als genug Action gehabt auf diesem Part und haben was gebaut und eigentlich war alles dabei. Sogar Explosion. Ja, insofern, jetzt. Insofern, euch dann noch einen schönen Tag. Ciao, ciao. Ciao.